Wofür hast du getroffen? Gar nichts. Geier sind toll. Das Rot auf meinen Schultern, das ist oder ein Sonnenbrand? Das ist dein Sonnenbrand. Was suchen wir jetzt? Ein Turnier. Ein Turnier? Eins Turnier. Eins Turnier. Ich hab Hunger. Die Wutmutter ist eingetroffen. Hallo. Eigentlich möchte ich essen gehen, aber Tarek hat gesagt, ich krieg erst was zum Essen, wenn ich euch begrüße. Also ich sage jetzt Hallo und dann gehe ich essen. Lässt du den armen Mann jetzt hier stehen? Da finden wir schon mal einen jungen, attraktiven Herren mitten im das England. Das ist Maurice. Ich muss Maurice meiner Community nicht vorstellen. Mehr aber ich finde, also jung und attraktiv sind auf jeden Fall zwei gute. Ich finde, die könntest auch du mal sagen, Pia. Warum muss dein Cutter das sagen? Hier dir das Drehbuch vorgeben, wenn es so offensichtlich auf der Hand liegt, dass dies die korrekte Bezeichnung ist. Eigentlich geht dieses Video ja auch um mich, oder? Also wenn wir jetzt mal... Wir sind heute in Oxford und besuchen Maurice' Sommerresidenz. Ja, da ist sie. Bitte zeigen. Die GameStar mit ihren Einnahmen macht. Ja. Sie kauft Maurice ein Anwesen. Richtig, richtig. Und das ist auch recht so. Denn ich bin jung und attraktiv. Klaut ihr mir einfach das Essen? Oh. Wir schießen jetzt mittelalterliche Bögen. Ich habe 5 Pfeile bekommen. Und versuche gleich so zu tun, als würde ich was treffen. Und Tarek schneidet es dann so, dass es aussieht, als wäre ich Legolas. Ah, so war das, genau. Hinten rein. Boah, ich muss denken, ich war 2-mal Bogenschießen. Das ist ja... Wir schneiden das raus, damit Kalle das nicht sieht, weil ich glaube, wenn er das sieht, dann nimmt er mich nie wieder zum Bogenschießen mit. Der war daneben. Ich hab's auch falsch, ich hab den Pfeil falsch gehabt, glaube ich, oder? Der, boah, das bleibt hängen, holy shit. Ja, ja, es ist. War die Erklärung gut? Ja. Möchtest du es mal für die Community erklären? Also, wir wollen es hinten anlegen, dann wollen wir 2 Finger draufpacken. Dann wollen wir den leicht schief halten, damit der nicht abhaut. Und erst, wenn es gespannt ist, quasi, Ellbogen oben raus. Hast du getroffen? Nein. Ja, 2-mal. 2-mal. Ich habe noch gar nichts getroffen. 3 von 5, ne? Ja, 3 von 5 auf, zumindest auf dem Ding. Und wie viel hat Maurice? Wie viel hast du getroffen? Gar nichts. Schießt du auf die weiße oder auf die schwarzen hinten? Ich schieße vage in die grobe Richtung der Zielscheibe und hoffe, weißt du, echte Feldherren lassen schießen, Pia. Das wow. Ist, was kommt jetzt die Kamera hier näher? Was grinst dieser Mensch mich so unverschämt an? Filme deine Influencerin, du komischer Kameramensch. Da ist sie. Da drüben. Ja, schau. Genau. Oh. Wow, was? Gelb. Wow. Okay. I'm happy. Das ist nur, weil ich weiß nicht, du hast es schon bei Kalle gesehen oder sowas. Das ist, unfair eigentlich auch. Ja, ich wünschte, ihr könntet dieses dreckige Grinsen von diesem Menschen sehen. Das ist das eigentlich Sehenswerte hier. Das da, der, das da, da ist es. Das ist das eigentlich Sehenswerte hier. Und er filmt es natürlich nicht. Ja, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt ein. Not the next. Das ist jetzt wegen Erklärung nicht drauf, aber Latti hat gelb getroffen. Gelb? Ja, du hast fast die Mitte. Blau. Gelb ist Pia. Ja, okay. Da ist nur ein gelbes drin. Entschuldigung. Einfach Bouncer. What was that denn? Emotional, damn it. Ich hab auf Rack gedrückt, ja, Tarek. Oh, Tarek. Haben wir nicht getroffen. Nee. Oh. Das war auch rot. Was? Der Typ ist auch noch gut. Verdammt. Nee, der Rest ist alles daneben. Ja, aber das bei dem einen haben wir hingeguckt. Du hättest nichts sagen müssen. Das stimmt. Doch, ich wollte
Ich muss ja mich mit Maurice auch solidarisieren. Ach so. Du Sackgesicht. Sind alle Cutter so? Ich suche ja auch keinen. Sind es alles, ich weiß die Guten nicht. Sind genau vielleicht so. Lerne ich es dann doch lieber selbst. Vielleicht ist das das kleinere Übel. Hallo, das bin ich. In meinem Vlog werde das gedacht. Ich habe gerade zu Maurice gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig für die Gaukler, weil die Hälfte der Audience aus Kleinkindern besteht, die nicht mal versteht, was die tun, was völlig fein ist. Aber so stelle ich mir auch Gaukler seine Mittelalter vor. So, nur dort sind es wahrscheinlich eher so gestopfte Nobelsleute, die betrunken sind und sich denken, ja, man spielet mir was anderes. Aber so eigene Hofnarren? Eigene Hofnarren, ja. Ja. Ich möchte gar nicht bitte, dass das Feuer und die Klingen rausgeholt werden. Das ist eine Show, bei der die Hofnarren sich auch in Gefahr begeben für unser Entertainment. Nein, applaudiere nicht, ermutige sie nicht. Sie sollten sich mehr anstrengen. Sollten brennen. Ja. Es gab da so einen König, der das gesagt hat, Maurice. Der hat nicht so lange überdauert. Den habe ich neulich in der Game of Thrones Mod mit großem Erfolg gespielt. Spielt die Crusader Kings 3 Game of Thrones Mod. Mein Job ist gerade in England bei einem sehr geilen Event zu sein und Stories zu posten und ich habe kein Internet. Mein Job ist so simpel and yet I fail. Wir schauen uns gerade Vogelsachen an und wir haben gerade erfahren, dass Vögel sich selbst anscheißen, um ihre Temperatur zu regenerieren. Geier sind toll. Now Cleo here is a Lana Falcon. Ja. Das ist ein Falken. Falken sind mehr unseres, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns ja selbst auch eher als mächtige Jagdfalken, Was du nicht gerade vorhin keinen einzigen Pfeil getroffen hat? Ja, auch wenn ich so meinen Spielfilm sehe, ich wäre schon eher der Arschgeier tatsächlich. Nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Gucken, wenn der Feind tot ist und dann davon profitieren. Ja, welcher Vogel wärst du am ehesten hier? Eine Krähe. Eine Krähe, warum? Weil die so futterfixiert sind, dass sie in der Lage sind, so zu tun, als wäre Futter vergiftet, damit andere Krähen glauben, es sei vergiftet und gehen, damit sie dann selber mehr zu fressen haben. Das ist genial. Da sehe ich mich. Ja. Also, ich muss objektiv betrachtet sagen, das Event ist unfassbar geil bis jetzt. Aber die Audience ist richtig scheiße. Der Dude da ist so lustig. Der könnte einfach ein Twitch-Streamer sein. Right. Ladies and gents, we're gonna get out of the way for you, I'm afraid. So we're gonna call it here. We see the Knights of Middle England are getting ready to come over and perform for you today. Gut und immer gewinnen. Also, wir sind Team Cheatender Ritter. Also der Grüne. Team Schlaue Ritter. Team Schlaue Ritter. Also taktisch einfach besser. Ich meine, es sind auch immer doch in jedem Film jeder Story die interessanteren Charaktere als immer so. Also, wer war denn auch, ich meine, Luke Skywalker war auch langweilig. Darth Vader war cool. Ja, also,
Ja, ich hätte, darf weiter jetzt nicht mit dem Wort cheaten. Nee, aber halt, also der Held, der nie was falsch macht, ist immer der langweiligste Charakter. Da ist man doch nicht für. Das ist wahr. Das ist ja auch wahr. Also klar, wenn man unoriginell und lame ist, dann vielleicht, aber. Ja. War cool, war richtig cool. Also die Ritter sind cool und alles, ja, aber die Pferde. Wir gehen jetzt essen, ne? Wir gehen jetzt essen. Also wir gehen erstmal zum Hotel, die Leute tun einchecken. Ja. Und dann gehen wir essen. Nach? Oxford. 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 Irgendwie stand da im Briefing, Dinner, Drinks and Party. Ja, dann lassen wir die Kamera aber zu Hause. Ja. Weil die Truppe ist lustig drauf. Ja. Der eine wollte gerade in den fahrenden Zug steigen, also wortwörtlich in den fahrenden Zug. Das war so eine kleine Mini-Lokomotive für Kinder. Und, weißt du, aber das Schöne ist, wir müssen halt morgen früh um 8 Uhr wieder raus. Ja, aber wir werden gefahren. Ja. Ja. Und dann zum Flughafen oder beziehungsweise nach London und dann... London am Hotel das Zeug ablegen und dann können wir noch ein bisschen entdecken. Ich weiß auch gar nicht, ob man sieht, aber ich habe einfach Sonnenbrand. Ich habe hier Sonnenbrand und hier und auf meinen Schultern. Scheißen. Ich bin gestern, ich glaube um 3 oder so nach Hause gekommen und heute ging mein Wecker um 8. Das heißt, ich bin pretty tired und wir fahren jetzt gleich in den nächsten 20 Minuten mit einem Bus Richtung London und haben dann dort noch ein bisschen Sightseeing-Zeit, bevor es mit dem Flieger zurück nach Berlin geht. Jetzt kann ich Starbucks. Und ein paar Leute holen sich Kaffee. Und dann gehen wir gleich noch in London essen. Sie sind schon in London. Und später geht das los. Es gab wieder einen tollen Namensschlamassel. Pia hatte 2 neue Mitarbeiter. Einmal Latte oder was auch immer das ist. Und ein. Ich bin Perry das Schnabeltier, nur als Tarek. Ich bin Perry das Schnabeltier. Also auch das Geräusch? Laufen Sie über Rot? Nein. Das ist eine Straftat, aber ich bin erstaunt, wie viel Berliner Mentalität hier in England ist. Klassenausflug! Das ist der Zustand. Es ist Sonntag. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Wir sind alle einfach nur noch müde. Und hungrig. Und wir haben uns jetzt dagegen entschieden, noch richtig geil essen zu gehen, weil es zeitlich so knapp wird. Und der Flughafen so groß ist, dass wir lieber ein bisschen früher am Flughafen sind und dort Scheiße essen, als später. Und dann verpassen wir vielleicht noch den Flug oder so. Ich bin einfach innerlich tot. Ist das Rot auf meinen Schultern das Licht oder ein Sonnenbrand? Das ist dein Sonnenbrand. Das meinte ich vorhin mit Blast auf den Schultern Sonnenbrand. Alter, ich sehe auf die Tomate. Tomatenreck. Tomreck. Aber wir waren taktisch klug. Weil wir waren mega im Stress und haben uns entschieden, auf das geile Restaurant in London zu verzichten und zum Flughafen zu fahren. Und jetzt haben wir 2 Stunden, bevor unser Flug geht. Wir sind aber durch den Security-Check durch und essen jetzt hier ganz entspannt. Weil der Flughafen ist einfach eine Stadt. Ja, es ist eine fucking Stadt. Das sind die letzten Minuten in England. Letzte Eindrücke. War schön, war sonnig, ich habe Sonnenbrand. Wir haben alle Sonnenbrand. Der Essig war nicht so lecker. Latti kann nicht Auto fahren. Auto fahren? Bobby Kahn.
war schön. Hat Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Warum? Dass du uns mitgenommen hast. Die bedanken sich fürs Arbeiten. Was ist das denn? Hi, ich würde sowas für meine Schuhe rausziehen. For your information, weil ich habe hohe Schuhe an seit 3 Tagen. Weil ich die einzigen sind, die zu allen Outfits gepasst haben und ich zu faul war, 2 das Paar mitzunehmen und jetzt tut alles weh. Aber du ziehst die jetzt aus, nachdem du die 3 Tage angehabt hast. Ich habe auch schon meine Knie sind da schon in dem Vordermann drin. Oh Gott. Möchtest du auf den Rand stecken, dass du die Beine so weit rauskommst? Nee, ich will genau das möchte ich. Weil dann rennt mir jeder nämlich in mein Knie. Ja, dann jetzt sag das jetzt einfach. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, meine Schuhe auszuziehen. Entschuldigung. Mach's einfach, gut. Keiner kennt dich hier. Ich hab Rolldeo. Ich kann meine Socken in Rolldeo. Hast du mich auch Sprühdeo? Nee, ich hab kein Sprühdeo mitgenommen. Wir fliegen. Du hast auch ein Parfum gekauft. Neues Parfum direkt. Ich glaube, unironisch, dass die Leute mich dafür mehr hassen, wenn ich hier mit einem Parfum spraye, als wenn ich einfach nur die Schuhe ausziehe. Versuchen wir es. Nein.